Sie sucht violette und rote Früchte kurz vor der Pflückreife. Die Kirschessigfliege kann Ernten vernichten und hat es auch schon getan. Dabei sieht sie so harmlos aus. Knapp 3 mm groß ist Drosophila suzuki. Sie stammt aus Südostasien und wurde vor 4 Jahren das erste Mal in Deutschland beobachtet. Seitdem breitet sie sich rasant aus und hinterlässt eine Spur faulender und stinkender Früchte. Was sie gefährlich macht, sitzt an ihrem Hinterleib. Die Weibchen tragen einen scharfen, gesägten Legeapparat. Damit können sie reife Früchte ansägen und ihre Eier hineinlegen. Unsere einheimischen Taufliegen können das nicht. Die Eier liegen kurz unter der Schale, erkennbar nur an ihren feinen Luftschläuchen. Über den Einstich gelangen Keime in die Früchte. Die Larven bahnen ihnen zusätzlich Wege durch das Fruchtfleisch. Die Früchte werden weich, zerfallen extrem schnell, beginnen zu faulen und zu schimmeln. Dabei ist es egal, ob es sich um Trauben, Holunderbeeren, Kirschen oder Beerenobst handelt. Nur Äpfel sind vor ihnen sicher. Problematisch auch die hohe Vermehrungsrate. Aus den Puppen schlüpft schon 8 bis 14 Tage nach Eiablage die neue Generation. Und jede Fliege legt bis zu 400 Eier. Das macht über 1 Milliarde Nachkommen im Jahr. Evelyn Maring vom Thüringer Pflanzenschutz ist alarmiert. 2014 hat sie die Fliege zum ersten Mal auch in Thüringen gefunden. Allerdings hielten sich die Schäden da noch in Grenzen. In diesem Jahr kann das schon ganz anders aussehen. Viele befruchtete Weibchen werden den milden Winter überstanden haben und im Frühjahr wieder in die Kulturen einwandern. Mit Apfelessigfallen lassen sich zwar einige ködern und nachweisen, aber dezimieren wird es sie nicht. Die Obstbauern dürfen dank Eilverfahren mittlerweile neue Insektizide einsetzen. Dem Klein- und Hausgärtner aber bleiben nur strenge Hygienemaßnahmen zur Bekämpfung. Damit die Fliegen sich nicht vermehren können, müssen alle Früchte, befallene und gesunde, alle 2 bis 3 Tage geerntet werden. Auch herabgefallene Früchte müssen eingesammelt und entsorgt werden, allerdings nicht auf dem Komposthaufen, sondern in Plastiktüten, die längere Zeit verschlossen in die Sonne gelegt oder tiefgefroren werden. Denn die Kirschessigfliege ist ein Überlebenskünstler, sehr zu unserem Leidwesen.